Ja, mittlerweile ist das für mich fast schon Normalität. Also RB ist ja seit einigen Jahren dann auch im Profibereich unterwegs und es haben sich schon sehr viele schlaue Leute dazu geäußert. Auch wir hatten ja das Hinspiel schon. Na, das ist alles in den Regeln, alles korrekt. Und sie machen das gut, machen dort eine gute Arbeit seit Jahren schon. Sind auch sehr darauf bedacht, wirklich nachhaltig dieses Projekt eben anzuschieben, auch viel im Nachwuchsbereich zu investieren. Und deswegen ja, muss man das so akzeptieren und respektieren und ist auf alle Fälle trotzdem eine Bereicherung für den Fußball, gerade in Ostdeutschland und wie man eben sieht, was die fußballische Leistung betrifft, auch eine Bereicherung für die Bundesliga. Während der 90 Minuten erwarte ich, dass unsere Fans uns wie immer ja, vorbildlich nach vorne peitschen werden und unterstützen werden von der ersten bis zur letzten Minute und da wird das aus meiner Sicht keine Rolle spielen. Es gab ja wie vor jedem Spiel auch Sicherheitsbesprechungen und dort wurde natürlich auch ja, darüber gesprochen, was vielleicht zu erwarten ist, aber nochmal, wir erwarten da schon auch von unseren Fans das ein oder andere kritischen Umgang, aber wichtig ist für uns, dass wir natürlich dort im Stadion, außerhalb des Stadions auch ja, eine gewaltfreie Zone haben werden, dass da keine Beleidigungen auch geäußert werden. Und da vertrauen wir auf unseren Fans, dass dort, wenn Kritik kommt, das im Rahmen bleibt und ja, mit dem Verständnis, was unsere Fans immer wieder auch gezeigt haben, damit auch umgegangen wird.